Hallo Brüder und Schwestern, ich grüße euch im Namen Yeshua Mashiach und willkommen zu unserer Sendung Sozial zum Wort. Sozial zum Wort, wie schon einige schon Bescheid wissen, es ist eine Vision, was der Herr uns gegeben hat, um Menschen zu unterstützen, die Hilfe brauchen. Und zum Beispiel die Witwe, die Waisenkinder, alle Menschen, die Hilfe brauchen, die Obdachlosen und. Und das ist diese Vision, was der Herr uns gegeben hat. Und wir haben euch schon mal benachrichtigt über diese Vision. Und der Herr hat uns in Herz gelegt, euch regelmäßig zu informieren, damit alles transparent bleibt. Und deswegen machen wir diese Sendung, euch zu informieren über alles, was wir bis jetzt gemacht haben und was wir in Zukunft machen werden durch Gnade Elohim. Und ich möchte euch noch mal von Anfang alles erzählen, wie alles angefangen hat. Also, als wir diese Vision bekommen haben, dann haben wir einen Container gemietet. Und zwar im April, am 7. April 2014, dieses Jahr, haben wir diese Container bekommen und haben wir auch die erste Spende in Container gebracht am 7. April und dort haben wir eine Video gedreht und diese Video haben Brüder und Schwestern angeschaut und viele haben durch diese Video auch viele gespendet. Es gibt sogar jemanden, der uns angerufen hat und gesagt, dass seine Frau auch schon mal einen Traum gehabt bezüglich auf diese Vision und für die Frau war eine Bestätigung, dass diese Vision tatsächlich von dem her kommt. Und ja, diese Familie hat auch viele Klamotten gespendet, viele Sachen gespendet und am 17. Mai Am 27. Mai, Entschuldigung, haben wir zwei Kartons nach Elfenbeinküste verschickt. Und diese Kartons haben wir für Klamotten reingetan und nach Elfenbeinküste verschickt. Und die Kartons sind dort angekommen, sehr gut dort angekommen. Und wir haben auch eine Video bekommen von den Brüdern, die dort sind, dass die Kartons empfangen haben. Und die Sache, die in den Karton drin war, wurde auch an die Bedürfnisse verteilt. Und am 18. August haben wir zwei Kartons nach Togo geschickt. Und die Kartons sind noch unterwegs. Und die werden, wenn alles gut läuft, Ende dieses Monats ankommen. Und wir werden euch noch weiterhin benachrichtigen, sobald die Kartons dort angekommen sind. Und wir werden euch, wie gesagt, regelmäßig informieren über unsere Aktivitäten. Und ich appelliere uns alle, um die Werke von den Herrn zu tun. Die Bibel sagt uns klar, wenn wir leben für ihn, für den Herrn. Wenn wir sterben für den Herrn. Also, warum sind wir auf dieser Erde? Warum hat der Herr, den Herr uns auf diese Erde gesandt? Er hat uns auf diese Erde gesandt, damit wir seine Werke tun. Und er ist am Kreuz gestorben für uns, damit wir ewiges Leben haben, damit wir ihm 100% angehören und seine Werke zu tun. Also, der Herr hat uns zwei Gebote gegeben. Ich möchte uns alle daran erinnern, diese zwei Gebote. Manchmal wir vergessen die, vor allem die zweite. Erste Gebot ist, du sollst deinen Herrn,
dein Herr Elohim von deinem ganzen Herzen, deine ganze Gedanke, deine ganze Kraft und deine Seele lieben. Und zweitens hat er gesagt, du sollst deine Nächste lieben wie dich selbst. Und dieses zweite Gebot ist ein Gebot, die viele, ich habe festgestellt, dass viele Christen dieses zweite Gebot überhaupt nicht verstanden haben. Weil die Nächste, wer ist meine Nächste? Das ist das Problem. Dass viele verstehen nicht, wer seine Nächste ist. Weil wenn man die Leute fragt, einige sagen zum Beispiel, meine Nächste ist meine Familienangehörige oder die Leute, die mir nahe stehen oder die Brüder und Schwestern, mit denen ich in Gemeinde bete, die sind meine Nächste, nur meine Nächste. Nein, unsere Nächste sind alle Menschen auf dieser Welt. Alle Menschen sind unsere Nächste. Alle Menschen. Egal welche Hautfarbe die haben, egal aus welchem Land die kommen, egal wie sie aussehen, egal welche Konfession oder was weiß ich, die angehören. Menschen sind Menschen. Alle Menschen sind unsere Nächsten. Ich möchte uns daran erinnern, an die Geschichte von dem guten Samariter. Der gute Samariter war unterwegs und er hat einen Menschen gesehen, der am Boden lag, fast tot verprügelt. Er liegt am Boden, am Sterben. Und er hat diesem Menschen einfach geholfen. Er hat nicht mal eine Sekunde gezögert, ihm zu helfen. Er hat keine Frage gestellt, woher diese Menschen kommen. Vielleicht ist er eine Jude oder eine Weile damals die Jude und die Samariter, sie mögen sich nicht. Also, aber dieser Samariter hat einfach diesen Menschen einfach geholfen. Ja, geholfen, wie ihr kennt diese Geschichte. Und später wurde sogar festgestellt, dass dieser Mensch eine Jude war. Obwohl die Juden und die Samariter, die sich nicht mögen. Also, der Herr möchte, dass wir uns auch genauso handeln. Die Menschen zu helfen, ohne Bedingungen, bedingungslos die Menschen einfach helfen. Ohne nachzudenken, woher kommt dieser Mensch, oh, welche Nationalität hat er, welche Hautfarbe hat er, oh, wie er aussieht. Nein, der Herr möchte einfach, dass wir die Menschen helfen, die Hilfe brauchen. Also, solange wir diese Möglichkeit dazu haben. Also, wir sind Kinder Elohim. Kinder Elohim sind diejenigen, die ihre Meister folgen, die Yahushua Mashiach folgen. Also, ich möchte uns alle appellieren, einfach die Werke des Herrn zu tun. Also viele Christen, wenn man heutzutage Frage stellt, was tust du für den Herrn? Einige werden dir sagen, ja, ich arbeite in meiner Gemeinde, ich habe eine Funktion in meiner Gemeinde, ich singe in einem Chor, ich bin ein Chorleiter oder ich arbeite in Empfang. Das heißt, wenn die Leute kommen, ich empfange die Leute. Oder einige sagen, ich bin zuständig für die Kaffee kochen. Ich koche die Kaffee für die Gäste. Oder es gibt viele verschiedene Funktionen, die Leute in ihrer Gemeinde haben. Und die dienen ihrer Gemeinde. Aber nur den Herrn nicht. Der Herr hat uns nicht ausgewählt, damit wir unsere Gemeinde dienen. Er ist nicht am Kreuz gestorben, damit wir unsere Gemeinde dienen. Nein, er hat einfach gesagt, die Ernte ist groß, aber es gibt wenige Arbeiter. Der Herr hat die Menge gesehen. Er hat Erbarmen mit der Menge und hat gesagt, was gesehen, diese Menge, die haben keine Hirte, die haben niemanden. Dann hat er gesagt, die Ernte ist groß. Die Ernte ist groß, aber es gibt wenige Arbeiter. Das hat der Herr vor über 2000 Jahre gesagt. Und heutzutage, wir stellen immer noch fest, dass es tatsächlich in der Ernte des Herrn wenige, sehr wenige Arbeiter gibt. Es gibt viele, die arbeiten nur für sich selber. Die wollen nicht für den Herrn arbeiten. Und es gibt viele, die nennen sich Diener Elohim, aber die dienen ihn nicht. Wir haben viele Prediger heutzutage, viele Menschen predigen, predigen, predigen. Wenn man auf YouTube geht, einfach mal Begriff
Prediger eingeben. Ihr werdet sehen, dass Millionen von Prediger rauskommen werden. Und die, alle viele unter denen sind viele, 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 die predigen nur über Geld. Die benutzen den Namen von Joshua Mashiach, um Geld zu machen. Aber wer denkt an die Obdachlose? Wer denkt an Waisenkinder? Wer denkt an Witwe? Wer denkt an die Kinder, die auf der Straße leben? Wer denkt an alle diese Menschen, die Hilfe brauchen? Wer denkt an diese Menschen? Es gibt sehr, sehr wenige. Viele, die predigen nur, um Geld zu verdienen. Aber der Herr hat uns klar gesagt, wir sollen die Menschen helfen, die weise Kinder helfen, dass die wahre Religion ist, wenn wir die weise Kinder und die Witwe unterstützen. Das können wir auch gerne lesen in Jakobus Kapitel 1, Vers 27. Können wir das lesen? Es steht geschrieben in Jakobus 1, Vers 27. Die reine, unbeschmutzte Religion vor unserem Elohim und Vater ist, die Waisen und Witwen in ihren Leiden zu besuchen und sich unbefleckt, abgesondert von der Welt zu halten. Das ist, was die Bibel uns sagt in Jakobus 1, Vers 27. Also, die reine, unbeschmutzte Religion von unserem Elohim und Vater ist, die Waise und Witwe in ihren Leiden zu besuchen. Also, wie viele Menschen besuchen die Waise und Witwe? Wie viele von diesen Pastor oder Apostel oder Evangelisten, die wir alle sehen auf YouTube oder überall, die immer predigen über Geld, über solche Sachen, wie viele von denen haben die Waise und Witwe besucht? Wie viele von denen haben die Häuser gebaut für Waise und Witwe und die Obdachlose besucht? Wie viele haben die Gefangenen im Gefängnis besucht? Wie viele, Brüder und Schwestern? Ihr seht alles. Also, diese Menschen, die arbeiten nur für sich selber, aber die benutzen den Namen von Joshua Mashiach. Aber wir haben verstanden, dass es Elohim zu dienen, es ist nicht nur predigen, 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 oder Geld machen. Nein, es geht, wenn wir ihm dienen, wir sollen unsere Nächsten lieben wie wir selbst. Also, meine Brüder und Schwestern, ich möchte uns alle appellieren, Menschen zu helfen, weil viele, einige sagen, ja, ich gehöre nicht zu einer, wie nennt man das, ja, eine Assoziation oder wie nennt man das? Ich gehöre nicht da, deswegen kann ich nicht helfen. Ich gehöre nicht zu einem Verein, deswegen kann ich nicht helfen. Ich gehöre nicht zu einer Hilfsorganisation, deswegen kann ich nicht helfen. Nein, Brüder und Schwestern, du kannst gerne helfen. Einfach rausgehen. Das Problem, was wir haben, es ist, dass viele Christen sind einfach in der Gemeinde verschlossen. Viele gehen nicht raus. Geh nicht draußen und gucken, wie die anderen Menschen da draußen gehen. Also viele sind nun jeden Sonntag in ihre Gemeinde verschlossen, weil man hat die Menschen beigebracht, wenn du Sonntag, jeden Sonntag zur Gemeinde kommst und du singst und du eine Funktion in deiner Gemeinde hast, dann dien zu dem Herrn. Nein, wir dienen dem Herrn nicht, wenn wir jeden Sonntag zu unserer Gemeinde gehen und beten oder tanzen oder solche Sachen. Nein, also der Herr möchte, dass wir da draußen gehen und die Menschen helfen und predigen. Auch diese Leute auch mit den Worten des Herrn teilen. Also wir gehen regelmäßig raus. Wir gehen zu den Obdachlosen. Wir gehen zu den Drogenabhängigen, diese Menschen. Wir haben schon mal den Besuch. Und wir haben Essen verteilt. Wir haben mit denen auch das Wort Elohim verteilt. Weil die Bibel sagt, man wird nicht nur von Brot leben, sondern auch von das Wort Elohim. Also, deswegen, wenn wir gehen, geben die Menschen was zu essen und die Klamotten und wir teilen mit diesen Menschen auch das Wort Elohim. Der Joshua Mashiach, der war immer
eine draußen Mensch. Er war immer draußen mit seinen Jungen. Er war immer auf die Straße mit seinen Jungen. Manchmal geht er in die Synagoge rein und predigt. Manchmal wurde er rausgeschmissen oder gejagt und dann geht er wieder raus und die gehen immer da draußen und das Wort verteilen. Das Wort teilen und essen, die Menschen gegeben. Wir erinnern uns, er hatte Brot und Fisch vermehrt für die Menschen, die Menge, die ihm gefolgt haben. Er war unterwegs mit seinen Jüngern. Da waren viele andere Menschen, die ihm gefolgt haben. Und als diese Menschen Hunger hatten, der Herr hat Brot vermehrt und Fisch vermehrt und diese Menschen mit Essen einfach versorgt. Er hat nicht nur für seine Jünger gemacht, er hat für alle gemacht. Das zeigt uns, dass wir müssen nur die Menschen, die uns nahestehen oder die Menschen, die wir kennen, einfach nur helfen. Wir müssen alle Menschen, die in Not sind, alle Menschen, die Hilfe benötigen, alle einfach helfen. Das ist die Aufgabe, was der Herr uns gegeben hat. Ich möchte uns einfach noch etwas sagen. Heutzutage, wenn man über arme Menschen reden, viele Augen schauen immer nach Afrika. Aber ich möchte uns sagen, arme Menschen gibt es überall. Es gibt nicht nur in Afrika arme Menschen. Wir wissen, okay, in Afrika ist ein ganz andere besonderer Fall. Okay, aber ich sage nochmal, die armen Menschen gibt es nicht nur in Afrika. Also in Asien, wir haben arme Kinder, arme Menschen, viele arme Menschen. In Osteuropa, es gibt viele arme Menschen. Sogar in Deutschland hier. Dass viele kennen diese Realität nicht, weil sie nicht rausgehen. Wenn wir rausgehen, wir sehen viele Menschen, die arme sind. Wir sehen diese Obdachlosen, die Menschen, die heute auf morgen alles verloren haben, die auf der Straße schlafen. Diese Menschen, die sind arme Leute, die brauchen Hilfe. Oder die Witwe, die ihre Männer verloren haben, einfach alleine stehen. Und heute auf morgen, die haben gar nichts mehr. Diese Menschen sollen wir auch helfen. Also, um Menschen zu helfen, braucht man nicht unbedingt einen Verein anzugehören. Oder eine Mitgliedschaft, einen Verein zu sein. Nein. Also, die Vereine sind nur da. Wir benutzen nur die Vereine, einfach die Menschen zu helfen. Wir dienen keine Vereine. Wir dienen Joshua Mashiach. Und wenn du Diener Joshua Mashiach bist, du kannst auch die Leute einfach so helfen mit alles, was du hast. Wir haben zu Hause viele Klamotten, die wir nicht mehr tragen. Wir haben viele andere Sachen, die wir nicht mehr brauchen. In unsere Keller oder was weiß ich, wir können diese Sachen einfach nehmen, rausgehen und gucken, wo die Leute oder unsere Nachbarn schaffen. Es gibt Menschen, die Hilfe brauchen. Also der Herr möchte einfach, dass wir die Menschen helfen, die Hilfe brauchen, Brüder und Schwestern. Also das die Werke von den Herrn zu tun. Also wir lesen noch einen Vers in Sprüche. Sprüche 19, wir lesen Vers 17. Sprüche 19, Vers 17. Also die Bibel sagt uns hier, wer sich des Armen erbarmt, leiht Yahweh, und er wird ihm seine Wohltat vergelten. Also, Brüder und Schwestern, alles, was wir tun nicht, um die Menschen zu gefallen. Wir tun nicht, dass die Menschen uns sagen, du hast das gut getan, gemacht. Wir tun nicht, dass die Menschen uns belohnen. Nein, wir werden unsere Lohn von dem Herrn Joshua Mashiach bekommen. Also, die Bibel sagt einfach, wer sich des Armen erbarmt, leiht Yahweh. Also, wenn wir diese Menschen helfen, die Menschen helfen, wir leihen etwas an Yahweh. Weil er werde uns unseren gerechten Lohn am Ende geben. Wir arbeiten nicht und erwartet von den Menschen, dass die Menschen uns etwas geben. Nein, wir arbeiten für unseren Herr Elohim. Der wird uns unseren Lohn geben. Alles, was wir auf diese gute Sache, die wir auf dieser Erde tun, Brüder und Schwestern, der Herr vergisst das nicht. Er wird uns belohnen. Tu die Sache nicht, um die Menschen zu gefallen. Tu die Sache nicht, dass die Menschen sagen, du hast das gut getan, gemacht oder du erwartest irgendwas von den Menschen. Nein, alles, was wir gut tun auf dieser Erde, wir tun das für unseren Herr Elohim. Er sagt klar, die Ernte ist groß, es gibt wenige Arbeiter. Es gibt sehr wenige Leute, die bereit sind, ihre Leben für den Herrn zu opfern.
als Kinder Elohim, wir müssen unser Leben für ihn opfern, für seine Werke opfern. Wir müssen unsere Zeit nehmen, um diese Werk zu kümmern. Wir lesen noch eine dritte Vers in Apostelgeschichte. Apostelgeschichte, Paulus hat etwas sehr wichtig zu Korinther gesagt. In Apostelgeschichte 25, wir lesen von Vers 35. Paulus sagt hier: Ich habe euch alles beigebracht, dass man so hart arbeitend sich um die Schwachen kümmern und an die Worte des Herrn Joshua Mashiach denken soll, der selbst gesagt hat: Geben ist seliger als nehmen. Amen. Brüder und Schwestern, Paulus sagt: Ich habe euch alles beigebracht. Paulus hat die Korinther beigebracht, wie man die Menschen um die Menschen kümmert, wie man die armen Leute unterstützt, wie man geben, wenn man was hat, soll man auch weitergeben und nicht nur egoistisch sein, nur für sich alleine behalten und seine Familie und sagen: Oh, das gehört uns, wir wollen, die anderen sollen zusehen, wie die auch zurechtkommen. Nein, Paulus hat, wir auch früher, wir wussten von dieser sozialen Seite von Evangelium, wie wussten wir davon nicht? Wir haben immer gedacht, wenn wir predigen, wenn wir zur Gemeinde gehen, dann sind wir den Herrn. Nee, jetzt durch seine Gnade Joshua Mashiach, haben wir verstanden. Also, Elohim zu dienen, es ist nicht nur predigen, das Wort predigen. Nein, wir haben verstanden. Der Elohim hat die Menschen benutzt, die uns beigebracht haben. Dass wie Paulus hier auch die Korinther beigebracht hat, die Menschen, die einfach um die Menschen zu kümmern, die Hilfe brauchen. Also er hat gesagt, irgendwas hier gesagt: Geben ist seliger als nehmen. Also wenn wir geben, wir sind gesegnet von der Joshua Mashiach. Geben ist seliger als nehmen. Aber viele falsche Propheten, falsche Pastor, die haben das verdreht. Sie haben dieses Wort verdreht. Die bringen die Menschen dazu, denen zu helfen, denen Geld zu geben. Die nehmen Geld von den Christen, die nehmen Geld von Menschen. Die sind reich geworden. Und viele haben sogar Privatjet. Einige haben viele Häuser gebaut für sich, wir haben viele Autos für sich gekauft, aber die denken nicht an die weisen Kinder, die denken nicht an die Obdachlosen, an die Witwe, die kümmern sich nicht um diese Leute. Die haben viele Geld gesammelt, aber diese Geld haben sie für sich behalten. Und das ist einfach traurig. Durch diese Menschen ist der Name von Joshua Mashiach Blasphemie. Weil viele Menschen sagen heutzutage, wenn diese Menschen sich so verhalten, warum sollen wir noch zu Jesus kommen? Aber die Bibel hat das auch alles vorher gesagt, dass solche Menschen kommen werden. Und deswegen, Brüder und Schwestern, ich appelliere uns alle, denken nicht nur an uns selber, aber denken wir auch an die anderen Menschen, die Hilfe brauchen. Also, wir werden weitermachen bis jetzt und ich möchte euch gerne mal ermutigen, weiter zu spenden, alles was wir haben. Und wir haben im Container ja viele Klamotten dort jetzt, wir haben viele Sachen in den Container und diese Sachen müssen einfach verschickt werden. Und dafür brauchen wir auch finanzielle Hilfe. Und also, wer gerne dieses Projekt finanzieren möchte, unterstützen möchte, kann gerne zu unserer Seite gehen, zurück zum Wort.org gehen und dort werdet ihr alle Informationen über uns sehen und haben und wie man diese Vision unterstützen kann. Wie gesagt, ihr könnt auch gerne alleine selber auf die Leute einfach unterstützen, was mit alles, was sie haben. Also wir tun alles nur für den Herrn Joshua Mashiach. Wir verdienen nichts davon und wir sind einfach ein transparent Mensch. Deswegen wollen wir euch auch immer wieder informieren, mit was wir tun, mit die Spende, die ihr gebt. Also wir werden immer wieder, manchmal machen wir auch Videos und damit ihr seht, alles was wir machen. Also möge der Herr uns alle die Kraft geben, seine Werke weiter zu tun,
dass wir weiterhin beten, dass der Herr viele Arbeiter in seine Ernte schickt, damit auch alles vorangeht. Hey, möge Yeshua Mashiach uns segnen im Namen Yeshua. Amen.